Was bei einer Fahrzeugbeschaffung alles so zu beachten ist und was da an Zeit von freiwilligen Kräften dahinter steht, darum geht's heute. Luca, was machen wir? Genau, hier, ihr seht es hinter uns, das TSF hat heute leider ausgedient, aber das bedeutet ja nicht, dass es schlechter wird. Denn heute fährt die Gemeinde Mücke oder die Feuerwehr Mücke das neue Löschfahrzeug holen. Und da nehmen wir euch heute einfach mal mit und zeigen euch, was das für ein Aufwand ist, von der Zuwendung bis zur fertigen Auslieferung. Wie schon erwähnt, wollen wir natürlich auch gucken, wie so ein Fahrzeug überhaupt aufgebaut wird, um euch natürlich auch den ganzen Prozess zeigen zu können, wie das jetzt alles so läuft, von Ausschreibung bis zum Schluss. Und jetzt sind wir gerade hier beim Hersteller von unserem neuen Fahrzeug. Schon ähnliches seht ihr gerade im Hintergrund. Aber Luca, wie ist das jetzt eigentlich? Was durchlaufen wir heute alles so für Stationen? Ja, wir gucken uns heute prinzipiell erstmal an, was überhaupt für so ein Feuerwehrfahrzeug notwendig ist. Weil, ich sag mal, es ist nicht so, man fährt irgendwo hin, wie wir jetzt zum Beispiel hier zu einem Feuerwehrhersteller oder Fahrzeughersteller und sagt, ich hätte jetzt gern das Auto und nimm das mit. So einfach ist es leider nicht. Da gehören einen ganzen Haufen Papierkram dazu. Das fängt mit einer Ausschreibung an für diese Fahrzeugart und geht dann über die Planung, Beschaffung, Beladeplan und dergleichen, geht das weiter. Und genau das wollen wir euch heute einfach mal zeigen. Neben mir steht jetzt der Herr Meier. Wir wollen jetzt noch mal kurz betrachten, wie jetzt überhaupt diese ganze Geschichte auf der planungstechnischen Sicht aussieht. Quasi, wie wird überhaupt der Auftrag erteilt und wie läuft das dann ab bis zur Fertigung? Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland werden in der Regel Großfahrzeuge europaweit ausgeschrieben. Das heißt, man lädt sich dann die Ausschreibung herunter, kann dann öffentlich teilnehmen. Und die Ausschreibungen sind dann entweder einlos oder dreilose. So ein Feuerwehrfahrzeug besteht dann aus Fahrgestell, Aufbau, das heißt die Kabine, der Koffer, die Pumpe und noch die feuerwehrtechnische Beladung. Und alles zusammen kommen da schnell mal 300.000 Euro zusammen für so ein normales LF10. Das geht dann hoch, je nachdem, nach Ausstattung, HLF20 oder Sonderfahrzeug, bis schnell auf eine 500.000 kann das hochgehen, was so ein Feuerwehrauto kostet. Wir am Standort bauen hier 250 Stück, in der Regel Stückzahl 1 und auftragsbezogen. Natürlich habe ich nicht die Beschaffung geleitet, deswegen haben wir einen Interviewpartner dabei, der auch in der Beschaffungsgruppe dabei war und dem stellen wir jetzt einfach ein paar Fragen. Denn das geht nicht nur von der Gemeinde aus, sondern auch viele ehrenamtliche Stunden der aktiven Kameraden in der Wehr. Hallo, ich bin der Tobias Hof. Ich bin Gerätewart hier bei uns in der Feuerwehr und war aktiv tätig bei der Beschaffung von diesem Fahrzeug. Ja, jetzt steht's hier. Denn es ist nicht nur ein kurzer Weg, das ist ein sehr langer Weg. Tobias, wie lange hat es denn eigentlich von der Planung bis jetzt zur Auslieferung gedauert bei dem Fahrzeug? Von der Zusage, dass es losgeht, bis das Auto hier stand, ungefähr 1,5 Jahre. Da haben wir mit 8 bis 10 Leuten, haben wir da einige Abende verbracht mit der Planung, mit der Geschichte, die wir noch zusätzlich in das Auto einbauen durften, weil ja bei dem Landesfahrzeug einige Sachen vom Land vorgegeben waren. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Genau, du hast es gerade angesprochen, das ist ein Landesfahrzeug, deswegen sehr viel vom Land vorgegeben. Wie viel ist es denn eigentlich letztendlich, was wir noch selber oder du noch selber mit den Kollegen entscheiden durftest, was noch draufkommen soll? Ja, wir haben uns jetzt noch dazu entschieden, dass wir noch einen Hilfeleistungssatz für die technische Hilfeleistung Verkehrsunfall zusätzlich verlasten konnten, was eigentlich den meisten Platz vom freien Raum eingenommen hat. Wie viele Abende waren es denn so insgesamt? Hast du da eine Zahl für uns oder ist das schwer abzuschätzen? Ich tippe mal so 20, 25 Mal oder Abende haben wir hier zusammengesessen und geplant. Das ist ja nicht nur die Planung, es kommt ja dazu, der Einkauf, Zukauf, Ausschreibung, was alles dazu gehört. Ja, ihr seht es, eine Menge Arbeit. Aber was genau kann man denn da planen? Ist das nur quasi bei einem Hersteller beschafft worden oder sind das mehrere Hersteller, wo ihr das beschafft habt, wo ihr Angebote einholen musstet, dass ihr sagen konntet, hier, das ist der günstigste? Wo kaufen wir es denn letztendlich? Prinzipiell musste ja erstmal eine Aufstellung her, was wird alles noch gebraucht, was haben wir, was wird dazu gekauft, was ist komplett neu für uns, sprich der Hilfeleistungssatz. Und dann wurde das quasi an 3 Anbieter gegeben oder mehr sogar. Da wurde dann, ich sage mal, die Rosinen gepickt. Wurde dann ausgesucht, wer ist bei was am billigsten und haben wir nachher unterm Strich auch bei 3 Anbietern gekauft.
bezahlt das denn der Verein oder bezahlt das dann die Gemeinde? Wer bezahlt eigentlich das, was an zusätzlicher Ausrüstung auf dem Fahrzeug noch drauf ist? Die Gemeinde zahlt auf jeden Fall das oder hat bezahlt, was drauf muss. Und natürlich hat sich unser Verein und auch Mitbürger bei uns aus dem Dorf durch Spenden in beachtlicher Summe daran beteiligt, dass wir jetzt das Auto, so wie es hier steht, wirklich finanzieren konnten. Es ist sehr viel Arbeit, die auch ehrenamtlich noch dahinter steckt. Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, dann schauen wir mal weiter. Und dann geht es in die Planungsphase. Die Langläufer werden beauftragt, dann wird ein Beladeplan erstellt. Muss man sich vorstellen wie bei einer Küche, ja, welches Beladungsteil kommt in welches Regal. Okay. Auch das wird kommuniziert mit der Feuerwehr, mit der Verwaltung, besprochen, abgestimmt und dann freigegeben. Nach Beladeplan-Freigabe erfolgt dann die Materialdisposition, da werden dann die Schieber gefertigt und das Auto wächst und wird Stück für Stück fertiggestellt. Neben mir ist der Herr Memmel, der Projektingenieur, der die technische Umsetzung unseres Fahrzeugs betreut hat. Wie läuft so eine Planung überhaupt ab mit so einem Fahrzeug? Irgendwann wird ja ein Auftrag an Sie erteilt und wie wird dann das Konzept quasi rund gefasst? Für Hessen gebaute Fahrzeuge gibt es einen Musterbeladeplan, wo viele Sachen vordefiniert sind. Im speziellen Fall ist es dann so, dann kriegt der Kunde über den Außendienst eine Klärungsliste, wo die einzelnen Typen abgefragt werden, wo auch die speziellen Kundenwünsche aufgeführt sind. Okay. Wir prüfen dann diese Kundenwünsche und lassen sie dann in das Fahrzeug über einen kundenspezifischen Beladeplan einführen, einfließen. Also Kundenwünsche können jetzt sowas sein, von wegen, ich hätte es gegen den Rettungssatz und hätte die Atemschutzgeräte verbaut und ganz klar, so ja. Weiter. So ja, ja, ja. Also es gibt ja da auch irgendwie so Normen, jetzt gerade hier bei uns aus dem Bereich Hessen ist ja alles immer sehr genormt, dass wir vom Land jetzt gesagt kriegen, das Fahrzeug muss die Grundausstattung haben und alles on top, was wir haben wollen. Es ist richtig, die Fahrzeuge werden überwiegend nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeschrieben und gebaut. Mhm. Das heißt, es gibt bestimmte Teile, die sind einfach gegeben und der Rest ist frei definierbar. Okay. Aber man muss dazu sagen, das ist bei der Feuerwehr immer nicht einfach, weil sehr viele Beladungsteile sind hauptsächlich über die Leistung definiert. Also nicht über Länge, Breite, Höhe, sondern über die Leistung. Okay. Die Beladungsvielfalt ist riesengroß. Denken Sie, hydraulische Rettungsgeräte mit Steuerangriff ohne Akku, Kompaktaggregate mit Steuerangriffshaspel, ohne Steuerangriffshaspel, Drucklüfter gibt es zig Fabrikate. Ist das Fahrzeug, wenn man es jetzt hier bei Ihnen abholt, voll beladen? Oder gibt es da so einen Standardrichtwert? Das Fahrzeug fährt nur beladen vom Hof? Oder Da gibt es einen Richtwert bei den Fahrzeugen von Hessen speziell. Die werden voll beladen ausgeliefert. Okay. Das heißt, es ist natürlich auch eine Aufgabe, die Beladung empfangen, einlagern und die Beladung, dann kommt der größte Part noch, einpassen. Auch einpassen, das ist, heißt, einpassen, heißt, einpassen heißt, dass es alles, dass die Halterungen formgenau eingepasst sind. Ah, okay. Also von wegen so Größe, Breite, dass ganz das genau, passt. Ganz genau. Und dass die Gesamtmasse dann auch passt. Das sind alles so Sachen, die wahrscheinlich Sie dann dem Kunden sagen, das kann man umsetzen, das kann man ganz genau, umsetzen, ganz genau, ganz genau. Wobei das der Kunde in der Regel weiß. Okay. Er hat ja einen Musterbeladeplan und da sind die meisten Varianten, die groben Varianten, sind schon dargestellt. Was sind jetzt eigentlich so diese Schritte im Aufbauprozess des Fahrzeuges? Denn ich denke, das ist das, was unseren Zuschauern auf jeden Fall auch unter den Nägeln brennt. Wie wird jetzt überhaupt sowas gebaut? Kommt man jetzt einfach her, kauft jetzt zum Beispiel bei das Fahrgestell und macht den Rest in einer Werkstatt oder wie sind da so die Schritte? Geht jetzt genau auf die Hessen ein. Da ist das Fahrgestell vordefiniert, da ist der Aufbau vordefiniert. Dann kommt der Auftrag mit den Kundenwünschen zu uns ins Haus. Dann wird ein Plan gemacht, dann wird der Plan vom Kunde abgesegnet. Dann beginnen wir mit dem Kabinen- und mit dem Kofferaufbau, mit den Ringen. Danach wird beblecht und dann kommt der Innenausbau nach dem genehmigten Beladeplan zusammen mit der Beladung rein. Und das war es im Großen und Ganzen. Okay, und dann wird quasi Aufbau und Fahrgestell zusammengefügt werden, nennt sich Hochzeit? Oder? Das nennt sich Hochzeit, ja, ja, ja. Genau. Bringen die Kommunen dann ihre Beladung, die sie schon haben oder vom alten Fahrzeug zum Beispiel übernehmen wollen, dann hierher? Oder? Das ist ganz unterschiedlich. Ah, die haben teilweise Neubeschaffungen, teilweise alte Beladungen. Das Spannende ist, die kommen von überall her, die Beladungen. Also das können Fremdfabrikate sein, das ist das Spannende. Manche Feuerwehren wünschen dann noch eine sogenannte Rohbauabnahme. Dann ist das Fahrzeug ungefähr zu
80-90% fertiggestellt, um nochmal drüber zu schauen. Haben wir was vergessen? Gibt es noch einen Klärungspunkt? Müssen wir noch Teile anliefern? Dann geht es schon auf die Zielgerade, dass das Fahrzeug nach mindestens so, also wir haben eine Lieferzeit von 12 bis 15 Monate nach Auftragseingang, je nach Auslastung auch bis 18 Monate zum Teil, dass dann das Fahrzeug fertiggestellt ist, in die Qualitätssicherung geht. Und dann kommt die finale Abnahme durch den Kunden, die Übergabe, die Einweisung. Und das feiern wir jeden Tag hier. Wir haben im Schnitt so 250 Fahrzeuge am Standort gingen und somit jeden Arbeitstag ungefähr eine Abholung. Ja. Und das ist eine Projektarbeit, die sich zum Teil über 1,5 Jahre erstreckt, wo vieles abgestimmt werden muss und besprochen werden muss, damit die Feuerwehr am Schluss ihr maßgeschneidertes Fahrzeug bekommt. Also ist auch kein Fahrzeug gleich dem anderen. Außer es wird eine Serie gekauft. Es gibt natürlich große Städte, die dann 5 oder 10 auf einmal kaufen. Oder auch das Land Hessen macht eine Sammelausschreibung. Und da haben wir jetzt aktuell einen Auftrag über 60 Fahrzeuge. Da können die Kunden dann noch Optionen individuell dazu wählen. Aber das Fahrgestell und der Grundumfang ist dann 60 Mal gleich. Jetzt wird noch ein Foto gemacht. Und dann geht schon mit dem Fahrzeug ab zu uns nach Hause in die Unterkunft, wo es dann jetzt einsatzbereit stehen wird. Und ich würde sagen, das filmt der Luca, denn der fährt jetzt hier mit. Und dann bis später. Ja, ihr habt es gesehen, so eine Fahrzeugbeschaffung ist immer ein Haufen Arbeit. Denn die Ehrenamtlichen müssen auch noch sehr viel dazu beisteuern und das raubt halt einen ganzen Haufen Zeit. Ihr habt gesehen, was von der Zuwendung bis zur fertigen Auslieferung alles passieren muss. Und ja, das alte Auto wird jetzt verkauft. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach mal bei uns. Genau. Und ich würde sagen, damit war es das für das Video. Wenn ihr wissen wollt, was auf dem alten TSF drauf war, klickt mal hier oben. Da haben wir schon mal ein Video zu gemacht. Und wenn ihr ein neues Video aus dem Funknetzwerk sehen wollt, klickt mal hier unten. Und vergesst nicht, wie immer, zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren. Macht's gut!